Schon wieder falsch. Mei. Ich merke, ich bin schon lange nicht mehr drin gewesen. Deswegen stimmen mal wieder die ganzen Bildschirme nicht. So, jetzt. So, gleich nochmal gucken. Die sind auch alle falsch, aber die brauche ich heute nicht. Kleinbild ist falsch, aber Kleinbild brauchen wir heute auch nicht. So, gut. Ja, leider verstellt sich meine Bildschirme immer. Hallo Stone, grüß dich. Guten Abend. Ja, heute machen wir einfach mal, ja, es hat ja jetzt durch den letzten Sim-Update hat es ja erstmal schon mal einen ziemlichen Haufen neuer Flugzeuge gegeben. Ja, unter anderem die A310, die werde ich jetzt heute mal nicht fliegen. Da, glaube ich, gibt es ja bis zum Erbrechen. Brauche ich auch ein bisschen mehr Zeit für die A310, weil das ist natürlich ein bisschen komplexerer Flieger.
Aber ich habe mir gedacht, ich probiere jetzt da mal den einen oder anderen von den Fliegern aus, die ich noch nie benutzt habe bisher. Tja. Und jetzt warte mal hier. Dann würde ich auch mal sagen, stellen wir uns mal hier auch an der Runway. So, as departure. Jawohl. Gut, und dann könnten wir natürlich mal mit, ja, womit bin ich denn noch gar nicht geflogen? Ja, zum Beispiel mit diesem kleinen Spucker hier. Gucken wir mal, was das für einer ist. Was? 278 Stundenkilometer kann der fliegen. Das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? So, den tun wir jetzt mal auswählen. Und dann, was hat der an Liveries? Den gibt es aber auch in allen möglichen Farben. Nicht schlecht. Wir bleiben bei Gelb und dann sagen wir Fly, Fly, Robin, Fly. Was ist das? Das ist eine A320. Kann eigentlich nicht sein, ne? Die sieht größer aus. Das sieht aus wie eine A330. Wieso kommt jetzt hier ein Bild von einer A330? Fragen über Fragen. Kunstflugtauglich, ja, das kann durchaus sein. Weil ich aber die Dinger ja noch nie in der Hand habe, wird es jetzt genau zwei Sachen geben. Erstens, es wird wahrscheinlich immer ziemlich lange dauern, bis wir die geladen haben. Zweitens, ich muss natürlich schnellstens die Views, also zumindest die wichtigsten Views, mal aufsetzen. Das ging aber schnell. Ist ein Eingebauter von MSFS, ne? Der braucht nicht eine halbe Stunde. Wow. Okay. Und die Kamera. Hallo Kirsten, Kalispera. Ist aber sehr leise, oder? Ah ne, Moment, ich habe leise. Ich glaube, bei euch ist das nicht so leise, oder? Nee, bei euch ist das schön laut. Bei mir ist es leise, weil ich mir den Lautsprecher. So, gut. Showcase. Machen wir mal die Drone Speed. Dann gucken wir uns das Ding mal an, hä? Huh? Ah, übrigens. Ich habe mir natürlich das ein oder andere Szeneriechen bei Orbix gekauft. Aber ich muss echt sagen, also ich bin mal so durch die Liste gegangen. Orbix hat ganz schön zugelegt, was MSFS-Szenerien anbelangt. Aber es gibt also für viele Szenerien gibt es ganz tolle eigentlich und vollkommen ausreichende Freeware-Varianten auf FlightSim.to. Dadurch hielt sich jetzt die Anzahl der Szenerien, die ich tatsächlich gekauft habe, hielt sich jetzt doch ziemlich in Grenzen. Also eigentlich nur die, wo ich nichts wirklich Vernünftiges finden konnte. Das hier ist so eine von Orbix. Das ist nämlich GCLP La Palma. La Palma oder wie heißt der Flughafen? GCEP. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Wie heißt denn der Flughafen? Ach, ich sehe schon die Datenbank von. Naja, kriege ich jetzt gerade nicht. Aber so ähnlich. Ich glaube, Las Palmas oder La Palma, wie auch immer, GCLP ist auf den Kanaren. Aus irgendeinem Grund kann ich jetzt den View nicht bewegen. Aha. Das ist wieder so ein Drohnending. Ja, genau. Ja, ist ein ziemlich großer Flughafen. Aber ich habe mir gedacht, da haben wir ein bisschen Insel hier. Das heißt, wenn wir jetzt hier mit so kleinen Fliegern durch die Gegend fliegen, haben wir auch ein bisschen was zum Gucken, ne? Jo, das ist also einer von den Payware-Szenerien, die ich gekauft habe. Jetzt muss ich mal doch die Lautstärke noch ein bisschen hoch machen. Bei mir. So. Weil ich will natürlich auch noch was hören. Gut. Jetzt sind natürlich keine Views definiert. Und ich weiß ja gar nicht, wie soll man denn so? Wie soll man denn so? Wie geht das denn?
Oh je. Ah. Och, och, das ist einer von denen, wo man nichts sieht. Und. So, schauen wir mal. Also das funktioniert schon mal. Oder funktionieren auch. Trottel funktioniert auch. Klappen hat er keine, so wie es aussieht. Was ist das da? Main Fuel Tank. Hat auch ein Radio dabei. Aus irgendeinem Grund unterscheidet sich das mit der Maus. Das muss wohl mit dem Update zusammenhängen, weil die Maus ist viel zu langsam geworden. Interessant. Wir sind im Cockpit. Freelock Speed. Muss man das vielleicht so machen? Freelock Momentum. Ist das jetzt besser? Ja, ich glaube, es ist besser geworden, oder? Was ist das eigentlich? Da merkt man nichts von. Mal sehen. Ja, genau, das ist das. Der Freelock Speed. Den haben die irgendwie langsamer gemacht. Was ich nicht mag. Ich mag schon, dass es ein bisschen schneller geht. So. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir mal den Blick so, dass... Und dann programmiere ich mal so ein, zwei Sichten, die wir jetzt hier so benutzen können. So. Dann gucken wir auch nach rechts. Und hinten sehen wir eh nichts. So. Dann gucken wir mal draußen. So schaut der Flieger von draußen aus. Tja, da bin ich ja gespannt, ob wir den Flieger überleben. Gut, und dann los geht's, würde ich sagen, ne? Ja, man sieht nichts, ne, wenn man rollt, das stimmt, ja. Las Palmas de Gran Canaria, genau, es ist Gran Canaria. Die große Kanarische. Mein Kollege war schon auf Gran Canaria im Urlaub, der sagt, super Insel zum Wandern und so. Ja, glaube ich. Ich war tatsächlich noch nie auf den Kanaren. Weiß gar nicht wieso. Naja. So, Bremse lösen. Jo, und. Jo. Das ist alles ein bisschen empfindlich, ne? Hat er Trimmung? So sieht's hier aus. Das ist alles schon extrem empfindlich. Mal Control Options mal gucken hier. Also da muss ich ja furchtbar aufpassen, dass ich hier nicht übersteuere. Wo ist er denn? Sensitivity. So, schauen wir mal. Ja. Da habe ich eben ein bisschen eine Dead Zone drin. Reactivity. Ich mache mal die Reactivity so ein bisschen runter. Appliance Safe, go back. Ah, das ist ein bisschen besser. Was sind eigentlich diese ganzen großen Gebäude? Sind das wahrscheinlich... Sind das Gewächshäuser oder sowas? Oder ist das einfach nur die Szenerie hier? Nee, Klappen hat er nicht. Na? Okay. Dann. Ja. Ja, Reset Position. So.
Achso, man kann ja nicht steuern, währenddessen ich in dem View bin. In dem schon. Ihr müsst sagen, falls das zu laut ist, wie immer, ne? Ein bisschen zu laut. Ich mache wieder bei mir ein bisschen weniger. Tja, ist ja ein cooler Flitzer. Nicht schlecht. Ja, in dieser Stellung. Genau, das ist die Drohne. Aber so. Das jetzt? Haben wir schon keinen Treibstoff mehr oder was? Fuel. Vielleicht sollte ich mal wieder zurückgehen ins Cockpit. Hier auch ein Mixture oder sowas. Moment. Ah, da ist auch, oh, da ist ja ein Loch. Da zieht's. Da zieht's durch. Was ist das, ein Bombenabwurfloch oder was? Oh, das ist, glaube ich, falsch. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Tja, Aerobatics. Keine Ahnung, wie ich das mit dem hinkriege. Wir geben mal Vollgas. Wenn ich ehrlich bin, habe ich gerade die Orientierung verloren. Ah. So. Ja. Oh, meinst du, ich bin zu hoch für die? Oh, das kann natürlich auch sein. Mal die Leistung wieder zurück. Ich weiß gar nicht. Ja, doch, die. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, versuchen wir mal irgendwie zum Flughafen zurückzukommen. Ups, wir sind ein bisschen niedrig, ne? Laut Wikipedia sollen diese großen Gebäude zum militärisch genutzten Teil des Flughafens sein. Unter anderem Hangars und Shelter für die Jagdbomber. Ach so, da ist er her. So, wo zum Teufel sind wir denn? Oh. Aufpassen, dass wir jetzt nicht noch mehr sinken. Schauen wir mal.
hießen die VFR-Map. Ja, ich nehme die mal nach draußen. Weil bei Nidl-Nav-Map zeigt mir irgendwie nichts Gescheites. Stimmt was nicht. Ja, also man muss dem MSFS neidlos lassen. Ich mag den X-Plane, auch den 12er. Aber das hier, sowas kriegst du im X-Plane. Also diese Kombination, ne? Ist schwierig, sagen wir es so. Man kann es machen, man kann sich Szenerien selber bauen oder auch kaufen. Solche Flieger gibt es sicherlich auch. Aber dieses Ding, das kommt hier alles out of the box mit. Ne? Das ist schon... Naja, ich bin ja gespannt, ob wir das jetzt hier mit dem Landing kriegen, weil ich kenne den Flieger natürlich überhaupt nicht. Und wir sind auch ein bisschen sehr schnell. Klappen gibt es auch keine, glaube ich. Ein bisschen aufpassen. Geschwindigkeit ist immer eher zu schnell tendenziell. So, ich muss jetzt. Man sieht auch leider nicht besonders gut hier, ne? Irgendwo, wo ist denn der Flughafen? Eigentlich müsste er doch vor mir sein. Ah ja, da ist er ja. So viele Windräder, ja, ja. Ja, auf den Kanaren und auch auf den anderen Inseln wird inzwischen mehr und mehr versucht mit alternativen Energien, ne? Bleibt auch gar nichts anderes übrig. Du kannst... ich habe auch, als ich auf Madeira war, habe ich auch ein Projekt kennengelernt, wo unter anderem das Wasser für die Stromversorgung, ne, so eine Art... Gefälle, Kraftwerk, um ein bisschen unabhängiger vom Öl zu werden tatsächlich. Also, ne, weil Elektrizität wurde bisher mit mehr oder weniger mit Diesel erzeugt, im großen Stil. Und das ändert sich alles auf diesen Inseln hier. Und ich meine, bei so viel Sonne, wie es hier auf den Kanaren gibt, ist natürlich Solar und Co. und Wind so. Jetzt muss ich aber schauen, dass wir hier irgendwie... Warte mal, wie war das? Wie kann ich abbremsen? Sideslip. Ja, jetzt haben wir einen Sideslip. Das war zwar ein hässlicher Sideslip, weil alles viel zu empfindlich ist. Aber er hat funktioniert, ja. Er hat die Geschwindigkeit doch um einiges runtergeholt. Aber wir sind immer noch viel zu schnell, viel zu schnell. So. Mami! Mami! Nein, 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 nein. Hilfe! Ah. So. Naja. Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Willst du dich mal wieder beruhigen? Was ist das denn? Also das war Känguru Patrol vom Feinsten, ja. Also was? Ist denn schon Ostern? Ja, noch nicht. Gut, aber wir haben ja eine lange Runway. Ja,
Das war jetzt aber nicht schlecht. Der kleine Hüpfer hier. So. End. Dann gucken wir mal, was auch noch Interessantes da ist. So, das ist wohl eine 747, ne? Was er hier zeigt. Haben schöne neue Bilder drin. So, World Map. Ja gut, die 2 SOS, die brauchen wir jetzt nicht ausprobieren. Die scheint ein bisschen größer zu sein. Helikopter fliegen. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schaffe. Weil da müsste ich mich wahrscheinlich jetzt erstmal irgendwie reinfuchsen, wie man... Nee, das mache ich jetzt nicht. Was haben wir denn hier? Eine Hornet. 835 Stundenkilometer. Oh. Er möchte da losstarten. Na, von mir aus, komm. So, bitte laden. Ein Hubschraubschraub, genau. Wow. So, ja, muss auch hier wieder ein bisschen... Ein paar Standard-Views, einfach damit ich mich besser umgucken kann. So, gucken wir mal, wie der von außen aussieht. Na denn? Cloud. Aha. Ich glaube, die Klappen brauchen wir bei dem Ding nur für die Landung. So, und dann Power to the Bauer. Wie bringt man eigentlich den Afterburner hier online? So, ab wann kann man hier abheben? Gute Frage, nächste Frage. Jetzt wird es aber langsam Zeit. 97. Oh oh, hier geht ja gar nichts. Was ist denn hier los? Ich kann nicht mal bremsen. Das wird nichts. Nee, hier stimmt was nicht. Hier ist was komisch. So, dann mal sehen. Hä? Was ist das denn? Das hatte ich schon teilweise bei anderen Flugzeugen auch schon. Entweder geht mein
Bravo-Joke langsam kaputt. Ah, scheiße. Ja, das hatte ich schon mal. So, lass mal sehen. Ups. Mal sehen, ob das das war. Na, immerhin. Nee. Irgendwas stimmt hier nicht. Wisst ihr? Nee, hier ist was komisch. Haben wir hier noch eine zweite Achse, die dazwischen funkt irgendwo? Mei. Was ist das denn? Power Management, Throttle. Hä? Throttle-Axis, R-Axis, Z. Decrease Throttle Joystick Button 10. Was ist das denn? Wieso ist denn... Was soll das denn hier sein? Okay. So, was gibt's da noch alles? Steuern kann ich den auch nicht. Na super. Bremsen geht auch nicht. Was ist denn hier los? Ja, das ist ein Scheißflugzeug. Also, ich kann nicht steuern, also am Boden. Was ist das denn hier? Mal sehen. Vielleicht kann ich... Ja, Friction ist nur, das verstärkt nur, das ist, um im echten Flugzeug dafür zu sorgen, dass die Schubhebel sich nicht so leicht bewegen lassen, natürlich, damit man nicht versehentlich eine Änderung macht. Haben wir hier... Jetzt ist alles klar. Jo. Ach, die haben natürlich den Seitdeck, der ist ja bei mir neu. Ja, das erklärt einiges. So, da muss ich nämlich jetzt einiges abschalten. Und weil es natürlich Microsoft Flugsimulator ist, ist das nicht einfach mal einfach so gemacht. Deswegen funzt der mir da auch ständig dazwischen. Ich hatte mich auch vorher bei dem anderen Flieger mich auch schon gewundert, weil ich habe nicht die volle Leistung bekommen, ne? Teilweise. Jetzt ist klar, warum. So, External Kameras, alles ausschalten. Ich will... Das ist zwar nett von Microsoft, dass sie das hier so schön vorbelegen. Gibt es da vielleicht eine schnelle Möglichkeit?
Der löscht das, aber der löscht mir das Profil, ne? Oder? Clear all. Ah, clear all, danke. Gut, so. Go back. Und jetzt kann ich eine Sache machen, nämlich Steering, set nose wheel steering, set steering, set the value of the nose wheel steering position, nose wheel steering axis, start scanning, validate, so, naja, jetzt hat er wohl doch die falsche erwischt. Nochmal, start scanning. Ja, Joystick, validate. So, warum sehe ich die jetzt nicht? Naja, ist egal. Apply and save. Steuern kann ich aber immer noch nicht. Ach gut, okay. Also, wir setzen uns nochmal. Wir setzen nochmal neu auf. Wo ist das denn? Genau, oh my. Du sagst es. So. Naja, ist noch auf Gran Canaria, aber das hat er sich natürlich nicht gemerkt, weil das wäre ja zu einfach. Den Flieger merkt er sich, ja, aber den Flughafen nicht. So. Wo ist das denn? Naja, 15 Minuten jetzt mit dem Ding rumhauen. Eigentlich hätte ich es jetzt schon längst, naja, egal. So, jetzt schauen wir, ob wir jetzt wenigstens vom Boden wegkommen. Das wirkt schon ein bisschen anders. Oh ja. Jawohl. Sehr schön. So, na, da würde ich sagen, mit 170 abgehoben, genau. Fliegen wir einmal schnell um die Insel rum, ne? Mit dem Ding ist das ja möglich. Ja, keine Ahnung, was der für eine Landing Speed hat. Das werde ich wohl mit dem Daumen in der Luft erkunden. So. Oh, sieht gut aus, ne? Es verfolgt uns auch kein Flieger. Mal zum Steigen auf.
So, gibt es hier sowas wie einen Autopiloten? Ja, Autopilot an. Und keine Ahnung, was das hier heißt. CPL, Bald, Roll, Gittrück, Heading. Ich glaube, es geht gerade wieder bergab, ne? Wir sind schon bei 10.000. Eigentlich sowas wie Speed Brakes. Ja, die gibt es. Und Klappen gibt es auch, aber die kann ich wahrscheinlich erst ausfahren, wenn wir unter einer bestimmten Geschwindigkeit sind. Jetzt werden wir erstmal ein bisschen höher abbauen. £1,000 mit 225 Knoten. Ah, alles klar. Ich weiß gar nicht, wie viel Treibstoff wir haben. Wurscht. Leider sieht man auch die Höhe. Ah doch, da sieht man die Höhe. Oh ja, oh, wir bauen ganz schön ab. Ja, das ist okay. So, Kamikaze vom Feinsten heute wieder. So, ich glaube, jetzt muss ich mit dem Sinkflug aufhören. Erstmal. Und keine Ahnung, ob ich jetzt schon die Klappen ausfahren kann. Was ist er denn? Ja. Gute Frage. Nächste Frage. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen hier rum. Der Flughafen ist irgendwo da vorne, nach der Hügelkette da. Nee, da ist er. Das Fahrwerk ausgefahren. Jetzt. Klappen sind raus.
Aber viel sehen tut man hier nicht, ne? So, jetzt. So, das war gar nicht mal so schlecht. Aber am Boden kann ich immer noch nicht steuern. Also das haut mir hier nicht hin. Nee. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, wir gehen mal... Ah nee, ich kann ja nicht steuern mit dem Ding. Okay, gut. Wir gucken uns den Flughafen mit dem anderen Flieger an. So, na das war doch nicht schlecht. Kaum haben wir mal unsere technischen Probleme. So, dann zurück in die World Map. So, das war der. Ja gut, die SA-22 kennen wir schon. Eine Cup ist eine Cup Crafter. Weiß jetzt gar nicht, also die ist glaube ich auch nicht neu. Aber das Ding, die Curtis Jenny, die sieht neu aus. Die schauen wir uns mal an. Mal bin gespannt, was das für ein Ding ist. Gut, Curtis Jenny. Wieder dahin, fly. Fly, Robin, fly. Up, up to the sky. So. In 1915, ja, die hat bestimmt ganz viel Power, die bestimmt. Oje, die klingt schon so nach viel Power. Knatter, knatter. Ach du Schande. Uiuiui. Hilfe. Knatter, knatter. Hat der sowas wie Klappen? Nee, ich glaube nicht. Tja. Heiter werden. So, die Instrumente kann man überhaupt nicht ablesen. Ich glaube, ich muss mir mal ein paar Instrumente hier noch besorgen. Und? Ah ja. Oje, oje, oje. Oh. Oh, oh, oh. Ach du Scheiße.
Ja, also ich kann hier nichts erkennen. Ja. Power ohne Ende, ja, ja. Ja, ich glaube, da werden wir werden versuchen, gleich wieder zu landen. Weil ja, schauen wir mal, ob Air Manager funktioniert, damit ich wenigstens zwei Instrumente habe. Ich habe ein Sixpack. Das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Ja, mit Air Manager. Dann kann ich wenigstens sehen, was wir hier Höhe und so weiter haben. Ne? Oh, 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 wir werden sehr langsam. Der Sicht jetzt irgendwie anders oder kommt mir das nur so vor? Ich sehe nichts. Uah! Okay. Nehmen wir ein anderes Flugzeug, das weniger schwierig ist. Ah ja, die haben wir auch noch vor uns. So. Gut, die Curtis, naja, gut, Segelflugzeug haben sie ja auch jetzt ein paar drin. Die kennen wir ja schon, die TBM. Die Diamond DA-40, ist die neu oder nicht? Bin jetzt auch nicht sicher, dann natürlich die 62. Dann haben wir die V-20. Jo, na, dann schauen wir, was das Ding ist. Eine DC-3, genau. Wie immer sind die Steuerausschläge, es ist einfach schwierig, sowas realistisch hinzubekommen, vor allem, wenn man ein Profil für alle Flieger hat. Das ist, also hier habe ich es jetzt gemerkt, ne, da hatte ich kaum, konnte ich kaum unter Kontrolle halten. So. Dann machen wir mal wieder ein paar Sichten schnell. Dann brauche ich noch Sicht nach hier unten. So. Gut. Na dann, schauen wir mal. DC-3 ist natürlich, also das ist, muss ich sagen, dass wir die umsonst bekommen hier. Ah ja, hier kann man auch steuern.
weiß auch gar nicht so genau, ab wann ich dann die Klappe einfahren muss, aber ich würde mal sagen, so, wenn ich so 90 bis 100 erreicht habe, auf jeden Fall mal. Ja, die ist natürlich geil, ne? Ja, das stimmt. Das ist im X-Plane 12 tatsächlich, also eins von den Sachen, die ich der Meinung bin, dass noch repariert werden muss. Wir sind einfach, es ist zu dunkel in den Cockpits, ja. Also an einem hellerlichten Tag, so wie der hier, ist es in einem X-Plane 12 Cockpit definitiv zu dunkel. So, ja, mit den Instrumenten kann ich wenigstens in etwa sehen. Das ist schon mal hilfreich. So, wie sieht es denn da hinten aus? So, aber ob ich das Ding jetzt landen kann, na, da bin ich ja gespannt. Was hängt da unten eigentlich dran? Ach, das sind Antennen, oder? Naja, das sind Antennen. Ja, geiler Flieger, ne? So, ein bisschen schauen, wo ist der Flughafen? Da ist der Flughafen.
Ja, die sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Gut. Altitude Limit Switch, ja, das ist die. Ich glaube, das ist ein Bestandteil des Autopiloten in Anführungsstrichen. So, da sind wir ungefähr. Interessanterweise steigt der Flieger in der Kurve, was jetzt ich etwas eigenwillig finde. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass er in der Kurve etwas an Höhe verliert. Also viel sehen tut man hier aber auch nicht, ne? Ah, Kamikaze, aber nur zum Teil. So, ups. Aber irgendwie ist das Steuern, das haut noch nicht so richtig hin hier. So. So, und mit dem Flieger, weil wir ihn steuern können, fahre übrigens gerade die Klappen ein, falls ihr euch wundert. Wenn wir jetzt mal ein bisschen hier am Flughafen rumfliegen.
Der Luftbrückenanflug. Ja, klar, natürlich, das war ein militärischer. Und wie ihr seht, hat doch ganz gut geklappt. Ja, das ist ein sehr schöner Flieger, muss ich sagen. Ich glaube, mit der werde ich wohl doch mal das eine oder andere Mal unterwegs sein. Zum Beispiel in Kanada können wir nach Yellowknife und dann hier einen auf Ice Pilots machen. Nee, die sind nicht nach Tegel, sondern nach Tempelhof. Tegel gab es damals nicht während der Luftbrücke. Ja, das ist auch eine schöne Flughafenszenerie, muss ich sagen. Naja, und die meisten Szenerien, die ich heute gekauft habe, lagen im Bereich von, also die billigsten sind so bei 6 Euro und die teuersten waren irgendwie bei 13 Euro oder so. Irgendwas in der Gegend. Also man merkt schon, dass Black Friday Wochenende ist. Nicht schlecht. Die Sichten sind, naja, so lala. Da muss ich noch mal ein bisschen optimieren. Sehr schön. Das ist aber ein toller Flieger, muss ich sagen. Der gefällt mir. Aus irgendeinem Grund geht mein Honeycomb. Die meisten Schalter gehen nicht. Weiß nicht wieso. Hat es wohl wieder irgendwas an meinem Profil zu hauen. Mal sehen. Naja, keine Ahnung. Ah ja, das ist die Trimmung. Ja, die geht aber auch mit der Taste. Genau, das ist hier. Das ist eigentlich hier der Klappenhebel. Dachte ich zumindest. Ja, das war die gute alte Haruk-Technik hier. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich muss mich mal wieder mit der DC-3 beschäftigen. Bisschen modernere Instrumentierung scheint sie zu haben. Das sieht nicht alt aus, aber nicht so alt. Ja, sehr schön. Gut, na dann. Ja, ja, also das, ich habe jetzt einfach mal mir einfach ein paar Szenarien, was habe ich mir noch geholt? Irgendwas in Norwegen habe ich schon wieder vergessen. Rovaniemi in Finnland habe ich mir geholt, den Weihnachts-Airport. Die Freeware war zwar auch nicht schlecht, aber die Payware, die sieht dann doch ein bisschen besser aus. So, gut, weiter geht's. Also, DC-3, sehr schöner Flieger. Die Extra ist jetzt auch wieder so eine Maschine. Ich weiß gar nicht, ob wir die vorher schon hatten. Vermutlich schon. So, die hier, die dürfte auch neu sein. Dieses Dickschiff hier. Das ist eigentlich ein Wasserflugzeug. So, da können wir ja dann mal gucken, ob wir mit dem tatsächlich schaffen, auf dem Wasser zu landen. Wobei ich keine Ahnung habe, was ich machen muss, damit mir das Ding nicht um die Ohren fliegt. Der Nothebel fürs Fahrwerk, das kann sein, ja, hast du recht.
der eine Hebel. Ja, ich. Ist schon ewig her, dass ich so im Simulator eine DC-3 geflogen bin. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was ist. Und Autopilot, Autopilot, das hat halt so ein Ding, das hält halt mehr oder weniger die Fluglage. So, gucken wir uns diese Kiste mal an. Das ist Asche wieder sowas. Ja, ein bisschen höher, damit ich irgendwas sehe. So, schauen wir uns das Fliegerle mal von außen an. Eine Goose, Grumman. Hübsch. Na denn. Wo willst du hin? Nein, nein. Böses Flugzeug. So. Aber gerade so noch eingefangen. So, muss man jetzt irgendwas machen, wenn man auf dem Wasser landen will? Gute Frage. Nächste Frage. Propeller, Carburetor Heat, Cold, Hot. Tail Wheel Locked. Ich glaube, das muss man machen, damit man auf dem Wasser, damit die nicht rausgehen. So. Da haut's und scheppert's aber meine Fresse. So, keine Ahnung, wie hoch ich bin. Aber ich würde mal sagen, Meereshöhe heißt null, ne? Thank you.
Boah. Hat geklappt. Bremsen kann man natürlich schlecht im Wasser, ne? Also das muss man dann dem Wasser überlassen. Ja, nö, auch noch gut hingekriegt. Klar, im X-Plane 12 hat der Austin Myers natürlich ganz andere Physik eingebaut, oder was er da erzählt hat. Steuern kann man nicht. Bremsen nützt auch nichts. Ich hoffe, ich komme jetzt hier rum. Wahrscheinlich müsste ich mit differenziell. Gut, dann würde ich mal sagen, versuchen wir mal wieder zu starten, ne? Mei, das macht ein Geschäpper hier. Sehr gut. Ja gut, das ist jetzt auf einem fast spiegelglatten Meer. Bei mehr Wellen würde ich sagen, macht das wahrscheinlich keinen Spaß. So, jetzt müssen wir allerdings diese Sperre wieder aufheben, damit wir nachher das Fahrwerk ausfahren können. So, wo ist der Flughafen? Oh, wir sind schon viel zu weit. Okay, wir müssen... drehen.
das ist jetzt ein bisschen hoch, glaube ich. Ich vermute mal, Kamikaze können wir mit der nicht machen. Daher werden wir jetzt eine kleine Runde drehen. Bisschen höher abbauen. Und ein bisschen Geschwindigkeit abbauen. Ja, die Trimmung funktioniert schon, aber langsam. Also man muss man muss antizipatorisch trimmen. So, Fahrwerk ist raus, ja. Keine Ahnung, wie man die am besten landet. Wahrscheinlich auch relativ flach, aber ein bisschen mit der Nase nach oben, ne? Damit sie nicht mit dem Bugrad zuerst aufkommt. Sehen tut man hier ja auch nicht viel, ne? So, wir sind angekommen. Die Goose. Ramen Goose. So, dann rollen wir mal noch ein bisschen hier weiter am Flughafen lang. Gucken wir uns noch die andere Seite an. Ja, der Manusakis, ne, von den Morlocks. Ich glaube, der war ja hinter so einer Grumman Goose her, aber hat leider keine gefunden, die funktioniert hätte.
Die eine intakte, glaube ich, die er gefunden hat, die war irgendwie zu teuer. Die gehörte irgendeinem russischen Oligarchen oder sowas. Aber vielleicht verwechsel ich das auch. Kann auch sein. Naja, ein bisschen Flicker haben wir hier auch, aber auch nur an den Stellen, wo sie die wirklich dünnen Linien haben. Naja, und der Schatten sieht auch ein bisschen eigenwillig aus. Wahrscheinlich muss ich mal wieder durch die Grafik-Settings. So, sehr schön, ja. So, wie spät haben wir? Naja, ein Flieger geht noch. Und für diesen einen Flieger, da werde ich mir jetzt die eine Payware, die ich gekauft habe, raussuchen. Das ist ein Flieger, den ich auch in den anderen Simulatoren habe. Und den ich unbedingt wieder haben wollte. Ja, hier ist die Hughes Aircraft Company, so ein riesiges Monster. Ein Flugboot. Ja, die Pilatus PC-6. Die gibt es aber, glaube ich, schon ein bisschen länger, oder? Ne, so Flugzeug, mit dem du Buschfliegen und auch Fallschirmflieger rausschmeißen kannst. Hat auch Floats. Ja, was gibt es noch Schönes? Oh, das ist die Spirit of St. Louis, ja. Ja, mit dem könnt ihr ja probieren, mal über den Atlantik zu fliegen, ohne was zu sehen. Ja, gut, die kennen wir schon. Das sind die Beach Baron, die G58 und so weiter. Die sind auch bekannt, die Cessnas. Die Caravan hat man vorher auch schon, glaube ich. Die ist neu, das ist eine Beaver. Ist auch, ich glaube, ist neu, ne, die Beaver. Die gibt es auch in verschiedenen, also ist auch ein bisschen älteres Ding. Naja, kommen die Beaver, die können wir uns noch mal kurz anschauen. Komm, auf geht's. DHCB from the Royal New Zealand Air Force played a supporting role in Sir Edmund Hillary's Transantarctic Expedition to the South Pole. So. Ja, der Havilland, klar. Es war natürlich ein kanadisches. So. Oh je, schon wieder so ein Flieger, wo man nichts sieht. Mal ein bisschen höher. Da wackelt es ja. Irgendwas scheppert da. Rumpel. Uah, was machst denn du hier? Ich habe einen Passagier hier sitzen. Nee, ne? So ungefähr. So, brauchen wir hier noch was?
Okay, ja, hier oben ist ja nicht viel, außer... Na gut, also dann, auf geht's. Also ich meine, wenn man bedenkt, dass man diese Flieger umsonst kriegt, ja, da kann man wirklich nicht meckern. Und ich muss sagen, Soundkulisse und so weiter sind schon toll, bei dem, auch zum Beispiel bei diesen Fliegern hier. Und es gibt immer noch eine ganze Reihe von Beavers, die unterwegs sind. Wow. Ja, die ist auch ganz gut ausgestattet, hat GPS und so eingebaut. Ja, also damit kann man in Kanada durchaus durch die Gegend fliegen. Oh, wir hatten Klappen draußen, hat gar nicht gesehen. Naja, theoretisch auch so einer von diesen Buschfliegern, die halt relativ kurz landen können. So. Sicht ist schwierig. Da ist er. So, da ist die Runway.
wenn man sieht, kommt man relativ schnell auch zum Stehen. So, man muss ein bisschen aufpassen, dass wir nicht nach vorne durchsacken. Genau, Spornrad ist drauf, jetzt kann man auch steuern. So, auch ein sehr schöner Flieger. Also sowas dann zum Beispiel in Kanada. Ja. Toll. Gut, aber jetzt zu meinem Payware-Flieger, der auch in die gleiche Richtung geht. Weil, ganz ehrlich gesagt, beim MSF es interessiert mich, sagen wir mal so, Airline-Fliegen. Also Airline-Fliegen kann ich vermutlich besser in X-Plane. Zumindest in den meisten Fällen. Weil ja, gibt es noch gar nicht so viele wirklich gut geeignete Flieger. Es gibt die Phoenix A320. Ja gut, die A310, die scheint ja gar nicht so schlecht zu sein. Aber bei den anderen Sachen, ja, das ist dann teilweise noch nicht. Ja, PMDG natürlich, klar. Aber eigentlich interessiert mich natürlich hier das Fliegen mit der Szenerie. So, da wollen wir eine Tundra Pax. Nehmen wir eine Tundra Pax. Oh, wir nehmen die Tundra Pax. Hoffentlich müssen wir jetzt nicht zu lange warten, weil das ist ein neuer Flieger. Aber vielleicht hat ja Microsoft inzwischen diese ellenlange 20 und 30 Minuten teilweise. Ich habe ja teilweise eine halbe Ewigkeit auf so einen Flieger gewartet. Ich hatte natürlich vergessen, den vorher zu kompilieren. Er bleibt stehen, nicht gut. Ja, er geht weiter. Ja, 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 komm. Ich glaube, das haben die wohl geändert, weil das ist ja, das geht ja gar nicht, ja, 20 Minuten auf einen Flieger warten. Also bei den BMDGs zum Beispiel hatte ich das, da hat es mal locker 20 Minuten gedauert bei mir, bis es durch war. Ein bisschen länger wie die normalen? Nö, nicht mal. Ha! Oh, der ist laut. Der ist laut. Den werden wir mal ein bisschen leiser machen. So. Ja, das ist die von Aerosoft, die Twin Otter. Gut. Wow. Ist die laut? Ist das nah? So, sieht die aus. Schöner Flieger. Schau mal. Die habe ich tatsächlich auch zum Sale-Preis bekommen, also verbilligt. Boah, ist das laut, das ist laut. Oh, da haut es mir, ja, haut's mir ja alles weg hier im Moment. Oh, empfindlich. Jo, 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 komm rauf. So, Fahrwerk gibt es hier natürlich nicht zum Einfahren. Ne?
Ja, und das ist natürlich jetzt der klassische Flieger für alle Arten von Inselfliegen, Antarktikfliegen, etc. etc. Er hat sogar einen Autopiloten. Heading einstellen, kann man Altitude Hold aktivieren. Ja, genau. Ohne Ausfahrwerk, Ausklappfahrwerk kann man es auch nicht vergessen. Das stimmt wohl. Wieder ein paar Windräder, auf die muss man auch aufpassen natürlich, vor allem wenn man so niedrig fliegt wie wir. Von den Leuten auf die Decker spucken. Ja, also das ist der einzige Payware-Flieger, den ich tatsächlich... Oh. Aua! Ja. Ja, die Szenerie ist auch, also muss man schon lassen, ist auch gut gelungen. So, da ist der Flughafen. Ja, ja, also der Sound ganz eindeutig. Aber wir meinen, das ist klar, das ist auch Payware natürlich. Und Aerosoft hat viel Erfahrung. Die haben ja die Twotter schon für FSX, glaube ich, dann prepared. Dann und jetzt auch für MSFS. Also das. In X-Plane haben wir auch eine, allerdings nicht von Aerosoft, sondern von RW Design. Die ist aber gar nicht mal so schlecht. Die hat er Gott sei Dank noch so weit hingekriegt oder fertig gemacht, dass man die tatsächlich ziemlich gut benutzen kann. Okay, so, dann Autopilot mal wieder ausschalten.
Altitude Alert? Ja, ja, da jede Menge sogar. Also das sind, die sind, werden teilweise auch jetzt mit richtig so Garmin 1000 und ähnlicher moderner Avionik ausgestattet. Also ich glaube, man kann sogar noch neue kaufen tatsächlich. Also definitiv, das ist kein alter Museumsflieger, sondern ist durchaus, auch in der Antarktik werden die genutzt, ne? Kommerziell auch genutzt. Gibt eine Menge, auch auf Island fliegen einige. Grönland, Kanada natürlich. Also die gibt schon einige im Dienst. Und in der Karibik und na, so zum Inselfliegen. Ich glaube, auf den Malediven gibt es auch jede Menge von denen. Ich glaube sogar, dass Lukla, dass die mit den Twin Tortas auch nach Lukla fliegen. So, ja. Weil, ja, danke. Das ist ein bisschen moderner, der Flieger. Na, ich muss sagen, also die neuen Maschinen, wir haben jetzt vielleicht nicht alle ausprobiert, aber ich würde sagen, jetzt reicht es dann auch langsam wieder, sind alle sehr schön, finde ich. Und ja, ist toll, dass wir so viel Auswahl hier haben. Und ich meine, das hier ist natürlich, das war jetzt etwas, wo ich einfach gewartet habe, dass der Sale hier ist, weil ich wollte natürlich, wir sind ein bisschen schnell. Ja, wir müssen ein bisschen langsamer werden. 50, 30, 20, 10. Steuern ist wie immer ein bisschen empfindlich. Außerdem zieht er leicht nach rechts, der Flieger. Also muss ich mit dem Ruder leicht gegen kompensieren. Das muss man halt dann jeweils dann Gespür dafür bekommen. Na, das ist. Ich finde, dass die Tortoise ist einer der Twin Otter hier, die DHC-6. Ist einer der schönsten Flugzeuge, die ich so kenne. Gefallen mir unheimlich gut. Auch in echt. Bin auch schon mal in einer geflogen. Also, ja. Gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube, SIM-Update 12 kommt ja jetzt erst nächstes Jahr raus. Das heißt, bis Weihnachten haben wir auf alle Fälle mal ein bisschen Ruhe. Irgendein World-Update, glaube ich, ist auch angekündigt worden für Neuseeland. Das wird den Fox sicherlich freuen. Der ist ja ein großer Fan von Neuseeland. Ja, was ich mir auch gekauft habe, was war aber einfach, weil ich das so kurzfristig gar nicht machen kann. Ich habe mir die Phoenix A320 geholt. Die gab es zwar nicht billiger, aber ja, es ist PMDG 737 und Phoenix A320. Das ist sozusagen jetzt die Kombination von zwei Airlinern, die professionell genug sind, dass man damit auch ein bisschen ernsthafter fliegen kann. Die Fly-by-Wire ist da auch, vielleicht nicht ganz so weit, aber die ist auch nicht schlecht. Naja, und bei den anderen, das ist halt so, naja, mal gucken. Ne? Wird sicherlich auch noch werden.
So. Genau. Naja, und hier muss ich mich auch erst wieder eingewöhnen. Kriegt man die Türen auf bei dem? Ja, ein Flieger, der die Türen aufgehen. Das ist ja bei Asobo. Ich finde es interessant, weil sie haben irgendwo bei einem Video so nach dem Motto, wir machen jetzt die Türen öffnbar. Weil bei vielen Fliegern kann man ja zumindest vorne oft die Türen gar nicht aufmachen. Ja, wie Phönix aus der Asche. Ja, ja, daher kommt das wahrscheinlich auch, das mit dem Phönix. Vermute ich, dass das schon durchaus intended ist, ja. So. Sehr schön. Toller Flieger. Nicht schlecht. Gut. Tja, Leute. Morgen ist natürlich Fußball angesagt. Bin ich ja gespannt, ob die deutsche Mannschaft schon früh nach Hause fährt oder ob wir es doch noch schaffen. Aber Spanien, ach du Schande. Naja, gucken wir mal, was passieren wird. Ne? Alles klar. Also dann wünsche ich euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.